Den ganz dumm aus. Ach komm, lass ihn. Nein! Steh jetzt auf! Die mit dumm, ja. Fresse. Komm, Moment. Ich seh schon auf dich ein. Scheiße. Du legst auch nicht hier. Halt ohne Date. Hallo! Komm, hallo. Oh, was ist denn nun schon wieder? Nimm den jetzt! Komm mal ab! Mann, da draußen ist ein Schmutz! Putzitze! Ich denke nicht, wer die Käse von gestern umgeht. Ich glaube, die Bettdecke, die flattert immer noch. Ja, das stimmt, weil da hat sie nur gestunken, als wärst du ill. Das waren doch wieder die Nasenbären. Ein ildes Nasenbären. Bis an, Depp. Geht's aber mal vor. Also, das kotzt mich an. Ich putze den ganzen Tag von früh bis abend und dann Dietmar liegt doch im Bett und schläft. Schön ruhig, Fräulein. Könnt ihr nicht auch mal was machen, Mensch? Was ist denn überhaupt passiert? Ich dem machen da Blitze, du bringst nicht mal ein Waldbüller schießen. Vater! Du bist doch nur der Vater! Ich will doch den Schmack machen. Du sollst dir gerne die Lautname. Reiß dich zusammen. Das kotzt den an, mich. Der muss doch auch mal irgendwas machen können. Du musst mal ein bisschen aufbrummen, ich sag mal ja da. Dann mach's doch einmal und sprich nicht gegen mich. Immer ich hab die Gicht nicht. Auf dich hört er am meisten. Du retzt und retzt und machst nichts. Ist ja furchtbar. Und wenn wir was sagen, hört er ja nicht auf. Ja, das ist halt, ich war früher ein Mädchen. Klasse. Müssen wir ja wieder mal Wort, wenn er alt ist. Super. Die Frau kann sich freie. Aber nochmal zum Dietmar. Irgendjemand von euch muss jetzt mal was machen. Kannst du nicht mal was machen? Ich soll denn immer ich? Weil er es nicht macht. Also na gut, dann muss ich halt jetzt mal zu den Gung und den aus dem Bett holen, ja. Mensch. Wenn es der Vater nicht mag. Wenn es ein Ende und dann habe ich da noch was machen. Hey, was soll denn das? Warum schläfst du noch? Deine Schwester putzt ja das ganze Haus und du pennst. Guck nochmal auf die Uhr, es ist kurz vor drei. Lass mich in Ruhe. Oh. Der hat's wohl durch, du hast wohl einen Schuss nicht gehört. Ich liege seit 12 Stunden im Bett. Raus! Oh. Du musst deiner Schwester helfen. Raus jetzt! Hey, raus aus dem Bett! Ich wohl, ey, lass mich jetzt in Ruhe. Du spinnst! Mach bitte. Wie redest du eigentlich mit mir? Lass mich in Ruhe. Ich lass dich überhaupt nicht in Ruhe. Du stehst jetzt auf! Ach, komm. Und alles kommt durch die Tür. Ja, das hast du mir wohl zu sagen. Warum? Ja, auf jeden Fall. Raus aus dem Bett! Ach, ich schlafe jetzt. Nee, du schläfst überhaupt nicht mehr. Guck mal, wie spät es ist. Guck mal an die Uhr. Kurz vor drei ist es. Ja, Zeit zum Aufstehen, schon lange. Oh, raus! Im Laden nicht. Doch. Aber helfen. Ja, ich helf dir gleich raus jetzt aus dem Bett. Lass mich jetzt mal alle in Ruhe. Soll ich dich alle fest rausziehen, oder was? Na, das... Oh. Raus jetzt hier. Ich will einfach nur schlafen. Ich will auch schlafen und kann es nicht raus. Du bist alt. Ich bin alt. Dir geht's wohl zu gut. Raus jetzt. Oh. Das ist furchtbar. Klick auf, Didi, alter Kumpel. Ach, klick auf. Oh, du kommst zu einer Zeit, ne? Es ist doch hier um drei durch.
Das willst du nicht mehr. Hast du bis jetzt gepennt oder wie? Ich trinke das. Nein, nein, es geht nicht. Weißt du, warum denn nicht? Ach, du bist zum Morgen, ach, da wird man doch nicht wach. Oh. Feil, müssen wir mal ausleihen. Oh, nein, das ist meiner. Hast du schon gehört? Weißt du nicht? Das war er. Feil. Nein. Funker an beim Rennen, ne? Oh. Fein war es. Richtig viel Kohle gemacht. Ja, das war der Karin, war auch anwesend. Dann noch der Olaf, der Horst und der Halle halt, wie gesagt. Nein. Oh, da ging was scharf, du. Wie die Karin mit dem Olaf fortgelaufen ist, du. Das war schon hammergeil, ja. Was, Karin ist mit dem Olaf fortgelaufen? Meine Karin! Ach, nein. Der Olaf, da muss ich mich spenden, den hol ich mir! Letzte, warte doch mal! Kann auch mal bei der Arbeit so effektiv werden. Ja, und sein Talent, das Schlagzeugspielen, könnte er auch wirklich besser nutzen. Ja. Das war winzig. Also, okay. Was ist das jetzt? Wird jetzt die Reißzwelle? Mach das langsam. Wir haben ja die Luftbetten.